In den letzten 7 Monaten haben wir auf 40.000 Kilometern Kanada, Alaska und die USA durchquert. Auf unserem weiteren Weg nach Feuerland im Süden Argentiniens werden wir in den nächsten 8 Monaten Lateinamerika bis nach Panama bereisen. Nach unseren beschaulichen Tagen am Strand, am südlichsten Zipfel der Baja California, machten wir uns wieder auf den Weg nach Norden. In der Touristenhochburg Cabo San Lucas reihten sich Luxusjachten, Restaurants und Kneipen aneinander. Fliegende Händler boten alles an, was sich Touristen nur so wünschen. Nach beschaulichen 3 Wochen war das hier wie auf einem anderen Planeten. Warum ist es jetzt schon schlecht? Nein. Ist schon eine andere Welt hier. Ich meine, so ein bisschen das Monaco von the West. Wir werden ja auch irgendwie ziemlich schnell als Europäer identifiziert. Ja, das, genau. Das irgendwie sehen wir anders aus als die ganze Amerikaner und Kanadier. Nee, das ist nichts für uns hier. Lass uns mal wieder zu irgendwelchen Stränden oder Dörfern fahren und lass die Leute hier die Leute sein, die sie sein wollen. Genau. So ist es. Am Playa Santa Maria, in einer kleinen Bucht, wollten wir das Schnorcheln noch einmal ausprobieren. Die Unterwasserwelt sollte hier wunderschön sein. To get back home. Man kann hier direkt vom Strand aus losschnorcheln. Nach anfänglicher Vorsicht machte es uns richtig Spaß und wir konnten einige bunte Fische entdecken. Playa Santa Maria. En we zijn eigenlijk super trots op onszelf, want we hebben het eindelijk voor elkaar gekregen om te snorkelen. We hebben super mooie dingen gezien, mooie vissen, een mooie rif. Maar ik zie nu ook een flinke jaap in mijn voet. Net bij de laatste keer, dat we nog 1 keer even het water in gingen om vissen te bekijken. Nou, heb ik even het rif met mijn voet geraakt. Dus ik moet eventjes... Even een flink verbandje leggen. Bevor wir endgültig nach La Paz fuhren, machten wir noch einen letzten Abstecher in die Berge der Baja. Wir hatten von anderen Reisenden den Tipp bekommen, zur Rancho San Dionisio zu fahren, einer Farm mitten in einem Canyon. Gestern sind wir auf dem Weg Richtung La Paz vom Highway abgebogen nach links und sind in die Berge gefahren. Auf einer 20 Kilometer langen Waschbrettpiste hier in den Canyon San Dionisio. Das ist hier wunderschöne Landschaft. Wir sind hier gelandet auf der Farm von Clarence und Isabel, einem amerikanisch-mexikanischen Paar, die Farm hier, das Farmgelände vor 2 Jahren gekauft haben und sie in ein kleines Paradies verwandelt haben. Seit gerade mal 1-2 Monaten ist der Campingplatz auch up and running.
Und es ist wirklich super schön hier. Früh geweckt wird man von den Vögeln. Es gibt hier Kolibris, die rumfliegen. Viele andere Overlander, mit denen man sich nett unterhalten kann. Wir stehen jetzt hier am Fluss im Canyon. Und von der ursprünglich geplanten ersten Nacht wären es jetzt schon mal auf jeden Fall zwei. Und mal schauen, wie lange wir am Ende doch noch hier hängen bleiben. Da Eddie mit seiner Schnittwunde noch nicht wandern gehen konnte, verbrachten wir die Tage auf der Farm ganz entspannt mit Nichtstun. Wir quatschten viel mit anderen Reisenden, schauten uns das ganze Farmgelände an und kühlten uns ab im Fluss. Abends saßen wir dann mit den anderen gemütlich am Lagerfeuer. We zijn vandaag op weg naar La Paz en La Paz is voor ons het laatste station op de Baja California. Vanaf La Paz gaan de veerboten naar het vasteland. Voor ons is het niet de bedoeling dat we de veerboot willen nemen over twee dagen richting Topolobampo. Het schijnt soms best druk te zijn op de veerboot, dus we hopen dat het gaat lukken. Goedemorgen, we zijn net wakker geworden bij Playa El Pichilique, vlakbij de haven waar de boten dus van La Paz naar de overkant varen. En eigenlijk was het dus de bedoeling om gisteren al te vragen bij de haven of we morgen dus mee kunnen met de boot. Maar gisteren duurde de rit naar dit strand zo lang, 170 kilometer hebben we 5 uur over gedaan. Zo ontzettend druk op de weg, dus het duurde gewoon erg lang en we wilden niet in het donker rijden en hier aankomen, dus dachten we gaan we eerst een nachtje slapen en dan gaan we morgen, dus nu, bij de haven kijken of we voor morgen een kaartje kunnen kopen. Traveling west on an eastern heartache. Das Büro öffnete theoretisch 9 Uhr, aber das wird hier in Mexiko nicht so ernst genommen. Gegen 9.15 Uhr traf dann eine Mitarbeiterin ein und dann dauerte es weitere 10 Minuten, bis wir eintreten durften. Ja, we komen net terug van het TMC-kantoor en daar werd ons verteld dat we morgen om 1 uur 's middags terug moeten komen.
zijn nu op de wachtlijst en ja, morgen weten we dus meer of we ook morgenavond met de veerboot naar Topolobampo kunnen gaan. Dus we hebben nu genoeg tijd om La Paz te bekijken. Dat gaan we nu doen. Talking about themselves. California dreaming makes me a feeling when everything's out of reach. All the pretty people are looking pretty equal now. All the pretty people floating like they won't come down. La Paz ist die größte Stadt im Süden der Baja. Aber außer dem Malecón gibt es nicht sehr viele Sehenswürdigkeiten. Wir bummelten ein bisschen durch die Gassen, gönnten uns ein paar Tacos und am Abend gab es zur Feier meines Geburtstages Sushi. Before you tell me you miss me. California dreaming makes me a feeling when everything is out of reach. Also das sind mexikanische Nigiris. Die sind ungefähr viermal so groß, naja, dreimal so groß wie die drei japanischen Nigiris. Es schmeckt nie wie Sojasauce und es schmeckt irgendwie auch nie wie Tunein. Aber ansonsten. Am nächsten Tag fuhren wir zurück zum Hafen. Zuerst mussten wir durch die Zollkontrolle und danach wurde das Auto gewogen und gemessen. Im Ticketbüro dann die spannende Frage, ob es einen Platz für uns geben würde. Ja, waar gaan we heen dan? Irgendwo müssen wir da sein. Aber okay. Jetzt. Richting Topolobampo. Achso, wir fahren nach Topolobampo. Genau. Juhu! Wir haben hier auf den Millimeter eingeparkt und stehen jetzt ungefähr 20 cm neben der Reling und hoffen, dass wir keine Schlagseite bekommen heute Nacht. Hast du gut gemacht, Eddie. Das war überverlegt. Du darfst dann auch gerne wieder ausparken morgen früh, ja? Ja, ich mach das. Aber jetzt kommt der Nächste. Ich bin einfach froh, dass wir mitgehen können heute Abend, aber ich habe nie erwartet, dass wir hier diese Art und Weise hier mitgehen. Ja, geschafft. Wir können, glaube ich, jetzt was zu essen holen und schlafen werden wir auch gut. Ja, dit was hem dus, de Baja California. Gepland hadden we hier om 2 weken te blijven en uiteindelijk zijn we er 4 gebleven. Dus we zijn hier al 4 weken onderweg in Mexico. Dus daaruit blijkt wel dat we het hier echt enorm naar onze zin gehad hebben. Het was vandaag een lange dag. We hebben echt lang moeten wachten om een plek op de boot te krijgen. Maar ik denk dat we uiteindelijk tevreden kunnen zijn met de plek die we gekregen hebben. Want ja, ik denk dat sommige mensen jaloers zijn en een hoop geld betalen om een soort van
buitencabine plek te krijgen met uitzicht over zee. De overtocht duurt ongeveer 8 uur en we hopen dan morgenochtend om 9 uur aan te komen in Topolobampo. Goedemorgen, Topolobampo. So, die Überfahrt haben wir jetzt geschafft und auch überlebt. Es war ziemlich wellig heute Nacht. Wir sind jetzt in Topolobampo. Und wir fahren jetzt als nächstes nach El Fuerte, wo wir dann morgen mit dem Zug in den Copper Canyon fahren. We zijn op het vasteland van Mexico na een redelijk korte, maar toch aangename nacht op de veerboot. We hebben toch wel redelijk goed kunnen slapen. Zijn we nu 100 kilometer van de veerboot af, een stukje gereden naar El Fuerte. En El Fuerte is eigenlijk ook een heel leuk plaatsje om te bekijken. Maar de hoofdreden dat we in El Fuerte zijn, is de Copper Canyon. Het is morgenochtend de bedoeling dat we de trein gaan nemen naar het plaatsje Krill. En daarmee passeren we de Copper Canyon. En de Copper Canyon is een hele grote canyon. Blijkbaar nog groter dan de Grand Canyon. En dus daarom zeker de moeite waard om te... Dus we zijn echt zeer benieuwd hoe indrukwekkend deze canyon is. En tot die tijd... Wir wären gern mit dem Auto zum Kupfer Canyon gefahren. Aber da sich dieser im Kartellgebiet befindet, erschien uns das etwas zu unsicher. Außerdem würde die Zugfahrt durch die Berge sicher ein tolles Erlebnis sein. Nach unserem Spaziergang in und um El Fuerte parkten wir unser Auto für 4 Nächte bei Rosa im Garten, direkt neben dem Bahnhof. Eddie, aufstehen. Ach man, lijkt wel Vakantie. Los jetzt. Was haben wir noch mehr bedacht? Sonst verpassen wir noch unseren Zug. Der Bahnsteig stand schon voll mit Leuten und mit einer Stunde Verspätung traf dann auch El Jefe endlich ein. We zitten in de Chepe Express. Chepe Regionaal. Chepe Regionaal, dat klopt.
Van El Forte naar Creel vandaag. Een rit van ongeveer 8 uurtjes. Ja, en als het goed is gaan we straks de Copper Canyon zien hier aan de rechterkant. Dat is de reden waarom we in deze trein zitten. We hatten schon eine Stunde Verspätung. Und ich denke, dass wir wahrscheinlich am Ende dann 12 Stunden brauchen und nicht 8. Nee, wahrscheinlich. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Duurt het allemaal iets langer, maar dat maakt niet uit. Und der Schaffner, der hat auch versucht, ja, uns noch, ja, uns den höheren Tarif abzurechnen. Und zwar gibt es da verschiedene Klassen, Sozial und Economica und auch was weiß ich alles. Und die Unterschiede sind riesig. Ja, wij wilden het sociale tarief betalen van $7 per persoon. Het toeristentarief is dan meteen $70 per persoon. En ja, wat het verschil is, dat weten we niet. Wat we wel wisten is dat we liever die €7 betalen en niet die 70. Maar ook dat konden we de conducteur uitleggen, dat we dus niet $70 per persoon wilden betalen. Dus ja, so far so goed. Barranca del Cobre, also der Kupfercanyon, befindet sich zusammen mit 20 weiteren Canyons in der Sierra Madre Occidental. In den 1960er Jahren wurde die Zugstrecke nach ungefähr 60 Jahren Bauzeit vollendet. El Jepe fährt 653 Kilometer von Los Mochis am Pazifik bis nach Chihuahua und klettert dabei bis auf 2400 Meter Höhe. Der Zug fährt dabei über 37 Brücken und durch 86 Tunnel. Sadero hält der Zug für ca. 30 Minuten. Von hier aus hat man einen fantastischen Blick in den Kupfercanyon. Vor Sonnenuntergang erreichten wir Creel auf 2400 Meter Höhe. Wir suchten uns schnell ein Hotel für die nächsten zwei Nächte. Ja, wir stehen vor uns Hotel hier in Creel. Und zoals je ziet, haben wir alle zwei unsere Mütze auf. Creel liegt auf 2500 Meter, dus best koud. Afgelopen Nacht war es dus -3 uiteindelijk. We hebben wel heerlijk geslapen, maar. Koud is het nu. Heerlijk. Het was een beetje veel herrie, maar goed. Het bed was oké. We hebben nu een tour geboekt om de omgeving van Creel te bekijken. En gaan we nu doen. Gaan we samen met Jozef en Brigitta uit Oostenrijk. Die zijn met ons samen ook met de trein gegaan. Dus met z'n vieren gaan we nu even op pad. Hier durch das Lebensgebiet der Tarahumara. Das ist die indigene Bevölkerung hier in der Sierra Madre, in den Bergen. Die Tarahumara leben schon seit Hunderten von Jahren in ihrer traditionellen Lebensweise, teilweise noch in Höhlen.
Davon haben wir gerade auch eine besichtigt. Die Tarahumara sind vor allen Dingen bekannt für ihr Ausdauerlaufen. Sie können bis zu 20 Stunden am Stück laufen, ohne Pause. Es gibt auch jedes Jahr einen Ultramarathon hier, der gelaufen wird im Dezember, wo sie 82 Kilometer am Stück laufen. Und das Besondere daran ist, dass sie das nicht mit tollen Adidas Laufschuhen machen, sondern auf ihren Sandalen, die noch aus Autoreifen oder aus Bast hergestellt werden. Wir sind jetzt hier am See, am Lake Arareko, und werden uns jetzt noch ein paar andere auch landschaftliche Höhepunkte hier der Gegend anschauen. Am Kusarare Wasserfall machten wir einen kurzen Spaziergang. Rechts und links reihen sich die Souvenirstände aneinander, wo die Tarahumara-Frauen und ihre Kinder versuchen, ein wenig Geld zu verdienen. Ja, soms moet je wat bestellen uit de lokale keuken, ook al weet je überhaupt niet wat het is. Eindelijk was extreem scharf, ja. Dus goed. Ik heb Corbitas besteld. In de vertaling van Corbitas is mollig meisje. Geen idee waar die vertaling vandaan komt, maar... Auf jeden Fall klebt ihr die Cordita schon an der Nase. Ja. Wir werden sehen, wie es dir nachmittags geht. Die Tarahumara, die sich selbst auch Raramuri nennen, was so viel heißt wie Läufer, führen ein sehr karges, armes und einfaches Leben. Einst flohen sie vor den Spaniern hier in die Berge der Sierra Madre. Heute wird ihr Dasein gestört durch Drogenschmuggler, die die Felder zum Anbau von Marihuana nutzen. Das moderne Mexiko dringt immer weiter vor in die Bergregion, was ihnen zwar einen gewissen Fortschritt bringt, aber auch ihre Traditionen und Kultur bedroht. So, na zwei Tage in und um Krio zu haben verbracht, zwei heerlijke Nachte in einem Hotel, reiden wir nu weer mit dem Train zurück nach El Fuerte. Ja, erst mal even ein Kaartje kopen. Und dann schlafen wir eine Nacht in El Fuerte noch, voordat wir dann doorrijden mit der Auto nach Mazatlan.
Video reisen wir entlang des Pazifik und helfen Schildkröten bei ihrem ersten Gang ins Meer, beobachten noch einmal Wale und besuchen die schöne Altstadt von Mazatlan. You are the diamond in the dark.